So, meine Lieben, und ihr habt es mitbekommen mit zwei ganz, ganz bitteren Niederlagen, die wir da leider hinnehmen mussten in den letzten beiden Parts. Zum einen natürlich gegen Hannover 96, Halbfinale im DFB-Pokal, 6-7 nach Elfmeterschießen verloren und leider jetzt auch gegen den HSV in der Liga. Und damit natürlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Fußballmanager 13. Und wir werden jetzt so ein bisschen versuchen, mal die Jungs wieder aufzupäppeln, ein bisschen wieder in die Spur zu kriegen gegen den HSV. Gut, ihr seht es auch hier schon, ne? Zwei rote Karten, noch die Verletzung von Weißer. Also da traue ich mich eigentlich schon fast gar nicht, die Nachrichten anzuklicken. Das wird richtig bitter. Ihr wisst, wir haben nicht mehr allzu viele Spiele, wir haben auch nicht mehr allzu viele Tage, bis der FM14 rauskommt. Von dem her werden wir da jetzt mal ein bisschen auf die Tube drücken, den Countdown so ein bisschen einleiten. Und ihr habt sie jetzt auch mitbekommen in den letzten Tagen, beziehungsweise, nee, eigentlich nicht. Ihr werdet es ab heute mitbekommen, dass in den kommenden Tagen viele, viele FM13-Folgen kommen. Ich habe jetzt mal mir so einen kleinen Plan gemacht und rechne so mit 3, 5, ich muss ja selber erstmal gucken, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Parts ungefähr. Also sagen wir mal mindestens 10 Parts, die ich auf jeden Fall in der nächsten Woche raushauen möchte. Das aber wirklich das Minimum. Also ich möchte natürlich versuchen, die Saison durchzukriegen. Hängt auch so ein bisschen von ab, wie weit wir in den Pokalen kommen. Gegen Hannover sind wir leider rausgeflogen. Ganz ehrlich, das ist richtig beschissen. Ich habe so mich auf das Finale gefreut oder mich schon ein bisschen drauf eingestellt und mir gedacht, das wäre so ein schöner Abschluss. Hat nicht sollen sein, aber wie gesagt, wir haben ja noch wenigstens, in Anführungszeichen wenigstens, die Europa League. Da hätten wir dann noch das Finale, sprich, da würde noch ein Spiel dazukommen. Das könnte alles ein bisschen knapp werden, ne? Bis der FM14 rauskommt. Das sind ja jetzt noch knapp 1,5 Wochen oder so, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Oder knapp 2 Wochen allerhöchstens. Also von dem her müssen wir da echt ein bisschen auf die Tube drücken, aber das kriegen wir alles hin. Gar kein Thema, die Saison werden wir auf jeden Fall durchziehen. Und dann könnt ihr euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass so fast jeden Tag 2 Parts kommen werden vom FM13. Und natürlich die anderen Projekte auch noch. Werdet ihr dann schon sehen, beziehungsweise könnt ihr natürlich auch im Upload-Plan im neuesten nachgucken. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Vielmehr ist das Thema, wie gesagt, die Jungs so ein bisschen aufzupäppeln. Denn wir spielen gegen Atletico Madrid das Hinspiel zu Hause in der Europa League im Halbfinale. Und da möchte ich doch eine etwas andere Leistung sehen, beziehungsweise auch wieder so ein bisschen mehr dieses Glück erzwingen gegen den HSV. Wie gesagt, 2 Rote, das werden wir gleich angucken, und die Verletzung von Weißer. Hannover bitte, bitte ausgeschieden. Ja, was will man machen? Hannover führt dadurch das Finale, und in der Liga sind wir eben durch die Niederlage jetzt gegen den HSV auch wieder so ein bisschen zurückgefallen, auch wenn, wie gesagt, die Meisterschaft nie das Thema war, aber wir hätten halt die Möglichkeit, nach ganz oben zu kommen mit einer guten Leistung, mit konstanten Leistungen, die wir bisher auch gezeigt haben, jetzt halt mal diesen Patzer gegen den HSV hatten. Ja, da haben wir auch so ein bisschen wieder diese kleine Minichance verspielt, sind jetzt 5 Punkte weg vor Dortmund, aber Dortmund spielt noch gegen Bayern. Am 32. Spieltag haben wir alles gesehen, ist noch alles drin. Und damit gucken wir jetzt endlich mal rein. Weißer fällt nur 7 Tage aus, Nasenbeinbruch, Gott sei Dank. Ich habe jetzt so mit 2 bis 3 Wochen ehrlich gesagt gerechnet. Sehr schön, okay. Das ist gut, das ist sehr gut. Also 7 Tage, wird auf jeden Fall noch ein bisschen spielen in der Saison. Pütti Püt. 2 Spiele wegen Rüden-Foulspiels. Ich probiere es erstmal, oder was hat ein Kolasinac? Kolasinac hat 3. Wegen groben Foulspiels. Rüden und groben Foulspiels. Ich weiß nicht, wie oft man das sozusagen, das ist jetzt kein Veto, was ich einlegen kann, aber zumindest mal sagen, nö, das akzeptiere ich nicht, mach das nochmal neu alles. Weiß nicht, ob ich das bei beiden machen kann. Deswegen würde ich sagen, machen wir es jetzt erstmal bei Kolasinac. Akzeptieren, ja gut, dann akzeptieren wir es bei beiden nicht, ist doch egal dann. Okay, sehr schön, Durm erzielt 2 Tore für die Amateurmannschaft und hat eine herausragende Leistung da gezeigt, wunderbar. Du hast dich sehr verbessert, können wir das sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, nee, lassen wir mal. Obwohl, probieren wir es mal. Okay, bleibt unverändert. Okay, so, Status bricht Verletzungen, Neumann noch verletzt und Weißer, Neumann ist klar, haben wir mitbekommen, Weißer 7 Tage, wie gesagt, das passt. Die zweite mit einem 3-0 gegen Hoffenheim 2, diesmal Wein der Beste. Daniel Wein, da machen wir mal super letztes Spielfreundchen. Wunderbar. Und der Sponsor ist enttäuscht nach der Niederlage gegen den HSV, ist klar. Hat dem Ansehen allerdings auch nicht geschadet, das ist auch ganz gut. Und dann klicken wir einfach mal ein bisschen weiter. Wie gesagt, jetzt so zwischen den Spielen möchte ich gar nicht mehr allzu viel angehen. Vielleicht am Ende natürlich nochmal so ein bisschen einen kleinen Rückblick hinnehmen, beziehungsweise einfach mal zu gucken, wie das gesamte Let's Play gelaufen ist. Vielleicht nochmal so ein bisschen kurz drüber quatschen, vielleicht auch in einer Extra-Folge, denn ich meine, es sind immerhin über 410 Parts jetzt, die ich rausgehaut habe, die wir zusammen genossen haben mit der Alemannia. Von dem her wäre es, denke ich mal, auf jeden Fall angebracht, da nochmal ein bisschen zu quatschen. Und natürlich auch zu gucken, wie unsere Top-Spieler so sind, mit denen wir spielen durften, wie ein Scheibel und so weiter. Also da wird es auf jeden Fall einen anständigen Rückblick noch geben, gar keine Frage, dass wir da noch ein bisschen quatschen. Und da würde mich dann auch eure Meinung interessieren, aber das machen wir dann alles später irgendwann. Wir sind ja noch nicht mal fertig mit der Saison, ich gucke gerade hier mal, aber da ist nichts weiter Interessantes dabei.
Können wir erstmal weiterklicken. Talentsucher Dominik Kubisch hat einen Spieler für ihre Jugendmannschaft entdeckt, Lars Fuchs. Wahrscheinlich jetzt noch so ein dickes 5-Sterne-Talent. Nee, okay, dann können wir den erstmal weglassen. Alle Spieler bekannt. Okay. Alter. Alle Spieler von Berlin haben jetzt mittlerweile schon hier top, sind hier top gescoutet. Sehr geil. Ist das wirklich so? 10? 10, 10, 10. Da ist einer mit 9 Lustenberger. Aber ist doch logisch, ne? Ich meine, Bundesligamannschaften sind doch eh ein bisschen bekannter. Virinha! Interessant bei Hertha. Luciano Vieto. Ach, das waren eine andere Hertha, aber in einem anderen Zusammenhang, wo wir die versucht haben zu scouten. Da haben wir unseren schönen, guten Gotha. Werden wir auch nicht mehr sehen. Christa Kleiven. Ja, kennen wir es nicht. Und komm, Mensch, ich habe gesagt, ich will so schnell wie möglich hier durch. Und quatsch schon wieder lange rum. Zack, so. Gehen wir ein Stückchen weiter. Also, Atletico, wie gesagt, angesagt. Jetzt bei uns werden wir erstmal ein Textmodus-Spielchen machen. Und ihr seht gerade unten in den Nachrichten mit dem Sportgericht, das ist, glaube ich, fast so, letztendlich ausgegangen, wie ich es befürchtet habe. Nämlich, oh nee. Okay, also das, somit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also, Kolasinac, das Ganze bleibt bei 3 Spielen. Das heißt, er wird am, was haben wir jetzt für einen, der ansteht gegen Augsburg? Da müssen wir mal schnell gucken. Der 31. 31, 32, 33. Also Kolasinac erst wieder zum absoluten Saisonfinale, zum letzten Spiel wieder da. Dafür ein Pürth, nochmal geprüft, zu hart ausgefallen, daher die Änderung. Also um eine Woche verkürzt, heißt Pürth fällt nur eine Woche aus. Das ist jetzt komisch, obwohl beide jetzt nicht eine Tätigkeit hatten oder gemacht haben, sondern beide wegen einem groben Foulspiel. Und dann Pürth nur ein Spielsperre, Kolasinac 3, das ist schon ein bisschen komisch. Aber gut, nehmen wir so hin, wenigstens irgendwas erreicht. Mukhtar fällt für 2 Wochen aus und außerdem haben wir im defensiven Mittelfeld ja noch Boyschuk, der kommt jetzt auch wieder zurück langsam. Von dem her, ja, passt schon, geht in Ordnung. Nehmen wir hin. So, Scouting abgeschlossen, Atletico, da werden wir dann mal reingucken, was die so hat oder drauf hat, die Truppe. Michael Frey vom FC Chelsea, okay, hat seinen Vertrag verlängert und Nils Fischer ebenso. Okay, einen Tag gehen wir noch voran und gucken mal rein. Champions League Hinspielergebnisse im Halbfinale. Ach du Heilige, okay. Also der FC Arsenal gewinnt mit 2:1 gegen Real Madrid und Manchester City gewinnt gegen den FC Barcelona im Camp Nou mit 5:1. Balotelli, Touré, Nasri Piqué mit einem Eigentor und Dzeko mit den Toren. Also 5:1 für City. Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwann schon mal davon gehört zu haben, dass Barca daheim 5:1 verloren hat, oder? Richtig bitter. 5:1 Niederlage. Gegen die Bayern 4:0, ne, war das? 4:0? Und 3:0, glaube ich, 3:0, 4:0? Ich glaube schon, ne, im letzten Jahr in der Champions League im Halbfinale. Aber 5:1 daheim auch noch, das ist schon eine Hausnummer, mein Lieber. Und Arsenal 2:1 gegen Real. Sprich, für die spanischen Mannschaften, gut, für Real sieht es einigermaßen in Ordnung aus. Die brauchen nur ein 1:0 im Santiago Bernabeu, dann wären sie weiter. Aber auch da hat Arsenal momentan die etwas besseren Karten und eben Man City. Mal gucken. Also, ich denke, es hat so ziemlich jeder mit dem Finale Real gegen Barca gerechnet. Momentan sieht es nach Arsenal gegen City aus. Sind wir mal gespannt. Unsere Auslosung, beziehungsweise unsere Partien, unsere Ergebnisse werden wir dann auch gleich sehen. Aber zunächst gucken wir uns mal den Weg von Atletico Madrid an. Also Bordeaux, Sarajevo und Bukarest in der Gruppe gehabt und haben alle Spiele gewonnen. Alle Spiele gewonnen, dabei nur ein einziges Gegentor bekommen. Und das gegen Bordeaux. 4:0, 4:0, 3:0, 1:0, 3:0. Dann gegen Lüttich, gewonnen und unentschieden gespielt, gegen ZSKA Moskau genauso, gegen Florenz auswärts 4:3 gewonnen, das war das krasse Spiel, was wir auch schon gesehen haben in der Übersicht, und Atletico dann zu Hause mit einem 3:1 gegen Florenz, das ist der Weg, der Spanier, wie gesagt, ja gegen Bremen gespielt, gegen Young Boys Bern, gegen Tottenham, die hatten wir auch in der Gruppenphase, also ich denke, das nimmt sich nicht allzu viel, oder? Das nimmt sich nicht allzu viel von der gegnerischen Stärke letztendlich. Insgesamt nimmt sich's auch nicht viel, wenn man die beiden Teams vergleicht. Also wir mit einer 840, super Saison natürlich, super Form. Die Spanier sind einen Ticken schlechter bei der Form und bei der Saison und auch um 10 Punkte schlechter letztendlich. Also ist es die Chance? Ist es die Möglichkeit? 35.190 Zuschauer werden erwartet im Tivoli. Klar, ausverkaufte Hütte, was will man sonst erwarten, ne? Bei so einem Kracher vor allem. Als Heimverein. Ich glaube, wenn wir 100.000 Sitzplätze hätten oder 100.000 Plätze im Stadion, würden genauso viele kommen. Richtig krass, was da momentan bei uns abgeht. Lokomotive Moskau spielt gegen Newcastle United, das ist das andere Halbfinale. Und dann würde ich fast sagen, stellen wir mal die Mannschaft auf. Beziehungsweise, bevor wir die Mannschaft aufstellen, gucke ich mir jetzt erstmal, oder gucken wir uns Atletico an. Haben hier noch was mit Tose von wegen, bla bla bla. So.
Atletico Madrid. Bester Spieler Falcao mit einer, was hat er denn für eine Stärke? Eine 79. Torriecher wahrscheinlich eine 93. Nee, nur in Anführungszeichen 85. Und beendet mit Vertragsablauf seine Karriere bis zu 19. Also noch 2-3 Jahre, oder? Glaube ich, bin mir gar nicht sicher, was wir jetzt für ein Jahr haben. Mal schnell gucken hier. 17 sind wir, April 17. Ja, dann hat er noch 2 Jährchen. Okay, so, da gehen wir nochmal hin. Dann Asenjo im Tor, Colasso, die haben wir ja schon alle, glaube ich, mal uns so ein bisschen angeguckt, ne, neulich. Mal ganz kurz reingespitzt. Ja, wir wollten, aber ich wollte noch gucken, genau wie es in der, zum einen in der spanischen Liga aussieht. Copa España sind sie raus, und in der Primera División. Wo ist denn Real? Guckt euch mal an. Real mit 57 Punkten aus 32 Spielen auf Rang 6. Barca hat 20 Punkte mehr, krass. Valencia zweiter, Atletico Madrid ist dritter mit 63 Punkten, also unterschätzen dürfen wir die auf gar keinen Fall. 64 Tore, 25 bekommen, ich glaube, das kommt knapp an unsere Quote hin. Wir haben ein bisschen weniger geschossen, glaube ich, aber wenn mich nicht alles täuscht, weiß ich gar nicht. Aber wir wissen natürlich, auf wen wir Acht geben müssen, ganz klar. Falcao da vorne drin, im Tor haben sie auch einen guten, also das wird nicht einfach werden und wir müssen jetzt eh erstmal ein bisschen rotieren aufgrund der ganzen Verletzungen bzw. Spieler, die nicht spielen dürfen, die dieses Jahr nicht bei uns international agieren dürfen. So, Schwan, ich bin am Überlegen, wie ich spielen soll, aber ich glaube, wir nehmen wieder unsere 4-1-2-1-2-Variante. So, packen die mal auf die Bank, die nicht mitspielen dürfen. Leitner nehmen wir mit, Weißer raus, bringen wir Gnabry. Boah, mit einer 8er Form, das ist schon fast riskant. Aber da kann, glaube ich, kein anderer spielen so richtig. Junes, eine 69, aber dann doch lieber Gnabry mit einer 75, oder? Meier hätten wir noch. Castro. Ich versuche jetzt einfach mal Gnabry mitzugeben. Im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Jawohl, macht er. Wunderbar. Püt auch. Nee, Püt geht nicht. Können wir vielleicht noch Bicakcic sagen? Komm. Das wäre geil, wenn das noch klappt. Ja, klappt. Und Ralle Fährmann auch noch, dann wäre ich zufrieden. Komm schon. Nein, verliert 2 Moralpunkte. Na, das ist natürlich das Risiko, wenn man länger nicht aufnimmt und nicht mehr weiß, was man wann zu wem gesagt hat. Okay. Dann denke ich mal, passt's von der Aufstellung. Da passt's auf jeden Fall soweit. Taktik müssen wir reingehen. Sturmtank keinen. Zusätzliche Siegprämie sprechen wir noch nicht aus. Abseitsfalle um 50%. Ganz klar wieder unser gewohntes Spiel. Wir wollen jetzt auch nicht, wenn es vielleicht ein großer Name ist wie Atletico Madrid, aber da zurückstecken. Auf gar keinen Fall. Mit unserer Stärke können wir da, denke ich mal, schon dagegen halten. Laufwege passend soweit auch, wobei ich Meier nicht ganz so weiter reinziehen möchte. Ihr merkt, es leckt so ein ganz kleines bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist auch irgendwie komisch. Es ist bei mir immer nur beim FM13, wo es ab und zu mal so ein bisschen leckt. Ich meine, das ist jetzt nicht arg, aber es ist ja nicht komplett flüssig jetzt bei mir hier. Und das sind auch immer nur bestimmte Screens oder ist nur zu bestimmten Zeiten, weil mein Speicherplatz und alles ist locker noch voll. Und wie gesagt, es ist irgendwie nur beim FM. Komisch, komisch. Okay, so, wie machen wir das mit Falcao? Sonderüberwachung oder Borschuk draufhauen auf ihn? Ich würde fast sagen Sonderüberwachung. Hauen wir mal hier hin. Colasso auf links, Juanfran auf rechts. Koke dahinter als Spielmacher. Mario Suarez, Cajal, Miranda und Alvaro Dominguez in der Innenverteidigung. Silvio, Javi, Manquillo rechts, links. Also es ist auf jeden Fall eine sehr ausgeglichene Truppe, was man so sieht, ne? Keiner über einer 80, keiner unter einer 73. Also die sind echt kompakt, sage ich mal, von dem her. Sind wir mal gespannt auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, können wir hier auf jeden Fall mal wieder rausgehen. Boah, jetzt leckt's aber gewaltig, du. Was ist denn jetzt los mit der Framerate, die hier komplett irgendwie in den Keller stürzt und nicht weiß, was er machen soll? Komisch. Okay, nee, kleines Päuschen. Bis gleich. So, meine Lieben, also, Problem ist behoben. Ich bin wieder da, es funktioniert wieder alles. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Einfach mal eben den PC neu gestartet und zack, schon klappt das Ganze wieder. Komisch, komisch, aber hoffentlich wird das Spiel nicht so komisch. Nämlich gegen Atletico Madrid, ich glaube, aufgestellt haben wir soweit alles. Wir müssen eigentlich fast nichts mehr machen und könnten dann schon reinstarten. Ich wollte nochmal sehen, wie viele Spiele insgesamt sind, glaube ich. Also Stuttgart, Freiburg, Düsseldorf, Atletico sind 4, 5, 6. Also 6 Spiele mindestens. Im besten Fall kommen wir auf 7. In dem verbleibenden FM13 Let's Play sozusagen. Denn danach kommt der FM14. Also 7 Spiele noch im besten Fall, 6 sind es auf jeden Fall.
Und das ist 7 Werten, da können wir heute auf jeden Fall schon mal den ersten Schritt machen. Also gehen wir rein, Textmodus ist angesagt, haben wir ja angesprochen. Also im Hinspiel machen wir Textmodus, im Rückspiel dann das 3D-Spiel gegen Atletico Madrid. Halbfinale, alter Schwede. Halbfinale, eigentlich schon fast 3D-Spiel wert. Aber ich will jetzt trotzdem Textmodus machen, haben wir jetzt lang genug so besprochen, wie wir es angehen. Und dann im Rückspiel gibt es umso mehr Spannung. In dem Sinn, Textmodus zu Hause im heimischen Tivoli. Und was geben wir den Jungs mit? Am besten irgendwas Positives, ne? Unser Abwehrbollwerk wird halten, ist brutal mit Falcao. Wir werden nicht verlieren, würde ich sagen, oder? Oder das gewinnen wir hundertprozentig, aber wir haben schon kassiert, nachdem ich gegen Hannover gesagt habe, wir kommen weiter. Oder das ist euer Spiel des Lebens oder irgend sowas, habe ich schon 5 Dinge abgezogen bekommen. Ist das Vertrauen ganz schön gesunken, deswegen will ich es nicht riskieren, zumindest jetzt noch nicht im Hinspiel. Also machen wir, wir werden nicht verlieren, oder? Machen wir das. Also in dem Sinn, auf geht's Aachen!